Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen auf einer einsamen Insel. Komplett allein. Nur wir haben nur eine Kuh und einen Hasen, der uns Gesellschaft leistet auf dieser sehr verlorenen Insel im Ozean. Aber wir können uns hier eine glorreiche Stadt aufbauen, was wir natürlich auch tun werden. Aber erstmal brauche ich die Macht der Likes, Leute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kräftig den Like-Button flankt. Und wir legen los. Quest Nummer 1. Wir müssen diesen Baum fällen. Das werden wir auch direkt tun. So, da haben wir direkt auch... Gut, öffne dein Inventar, indem du... Etruskisch? Was ist das für ein Wort? Öffne dein Inventar. Blablabla. Okay, ja gut, wir öffnen das Inventar. Das geht wahrscheinlich... Rucksack sollte das heißen. Aha. So, wir müssen jetzt was basteln, okay? Öffne das Crafting-Menü. Hier kannst du alles herstellen. Um ein paar Bretter herzustellen, drücke auf die Eichenbretter. Wo haben wir denn hier? Die hier, oder was? Geister-Kaugummi-Bohlen. Nee, Eichenbretter, hier haben wir doch. Handwerk, so. Jetzt haben wir 4 Bretter. Und jetzt können wir über das Questzeichen gucken. So, hier können wir Quests fixieren, genau. Da wird uns... Oh, jetzt haben wir da oben auch eine Anzeige, wo wir hin müssen für die Quest. Großartig! Jetzt, da du alle Grundlagen kennst, solltest du vielleicht das Portal dort überprüfen. Ja, okay, aber bevor wir durch das Portal gehen... Warte mal, wir haben doch noch eine andere Quest, oder? Gildenquest! Und willkommen bei Stranded Quest. Okay, na gut. Kriegen wir schnell. Wir machen erstmal hier den Baum weg. Erstmal müssen wir hier ein bisschen farmen, bevor wir durchs Portal gehen. Ich meine, Basic Tools haben wir ja schon. Vielleicht können wir uns aber Stein Tools direkt machen. Und hier können wir, den können wir, guck mal, den können wir farmen. So. Den hier auch und den hier auch. So. Wie viel haben wir denn jetzt im Inventar? 6 Stück. Und das sind die Seeds, nehme ich mal an. Da haben wir 7 Stück. Okay, das heißt, wir pflanzen die Seeds an und müssen unser Feld um 1 vergrößern. Bup, und da pflanzen wir das jetzt auch an. So, sehr, sehr schön. Ah, man muss Level aufsteigen, damit man die verschiedenen Sachen hier craften kann. Guckt mal, ich kann nur sehr, sehr wenig craften. Und hier gibt es dann Essen. Okay, und wahrscheinlich auch nur abhängig davon, welche Blöcke ich habe. Was ist denn das hier? Ein Ofen, da brauchen wir 10 Stein für. Na gut, wir haben aber hier Brot, so wie es aussieht. Ganz rechts im Inventar, das mampfen wir mal. Und dann gehen wir mal... Ah, ich muss mich ja rüberbauen, warte mal. Das machen wir am besten mit Erde. Wie viele Blöcke brauche ich dafür? Ich würde sagen 10. Okay, wir legen los. Und wir bauen uns jetzt hier einen sehr schönen Weg. Wir müssen mal kurz gucken, wie das funktioniert. Der Weg ist ja hier wirklich... So, wir sind drüben. Alles klar. Ab durchs Portal. Da war noch ein Tier, habt ihr gesehen? Okay, jetzt sind wir hier in einer... Jerry, jetzt sind wir hier in einer Art Stadt, Dorfzentrum. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe seit Jahren kein neues Gesicht mehr gesehen. Oh, du bist auf einer Insel gestrandet? Das ist verrückt. Nun, willkommen im Dorf Ziana. Wenn du in der Nähe bleiben willst, solltest du dich nützlich machen. Geh zu den Minen. Mein Freund Björn könnte eine Hand wie deine gebrauchen. Wo sind denn die Minen? Warte mal, das wird mir hier oben angezeigt. Da sind die Minen, okay. 80 Meter, auf zu den Minen. So, immer schön den Quest. Ah, warte, oh, da konnte ich was klauen. Warte. Hier, die Blume kann ich ernten. Bam, Blume geklaut. Big. Big Baba mäßig, ey. Okay, wir gehen hier lang, Leute. 40 Meter. Und da müsste Björn auf uns warten, oder? Ah, nee, das ist die Mine. Okay, das heißt, hier muss doch der Björn... Ah, ja. Betritt die Höhle und spricht mit Björn. Na klar. Wir müssen ja schön XP sammeln über die Quest, um neue Gegenstände, die wir craften können, freizuschalten. Bessere Waffen, bessere Rüstung, bessere Blöcke. Automatisierte Farm, alles. Okay. Was, du bist auf einer Insel gestrandet? Das ist wirklich scheiße. Nun, das Mindeste, was ich tun kann, ist dir zu helfen, dich in dieser Stadt niederzulassen. Hier ist eine Liste von Sachen, die du sammeln musst, um zu beginnen. Viel Glück. Eisen, Kohle, Kupfer. Das ist doch direkt was, oder? Was ist denn das hier? Wir bauen ab. Es könnte Eisen sein. Es ist Eisen und wir haben 2. Und das ist dann wahrscheinlich Kupfer, vermute ich mal, dieser Kackhaufen hier, oder? Das ist... Könnte aber auch Erde sein. Nee, es ist Schmutz, doch es ist Erde. Mann, kann ich das hier irgendwie kaputt schlagen? Nee, schade. Okay, wir gehen weiter, Leute. Wir haben ja bereits das meiste... Das spawnt ja übelst schnell. Unendliche Eisenfarm. Bam, und wir haben damit das Eisen. Jetzt brauchen wir noch Kohle und Kupfer. Hier haben wir auf jeden Fall mal Kohle. Die bauen wir auch mal ab. Was haben wir hier? Das ist ein Pilz. Das ist Stein, vermute ich mal. Aber das brauchen wir ja nicht wirklich, oder? Jo, das ist Stein. Wir haben auch XP. Guckt mal, wir sind beide Level 2. Okay, wir gehen mal weiter runter, würde ich sagen. Hier haben wir noch mehr Kohle. Oh. Okay, ich dachte kurz, das sah sehr gefährlich aus hier. Da ist eine Kiste, wartet mal. Lasst mich kochen. Wir haben da eine Kiste. Die werde ich mir auf jeden Fall schnappen. Die öffnen wir mit F. 3 Platinsplitter. Ich weiß nicht, wofür wir das gebrauchen können, aber das klingt wertvoll auf jeden Fall. Okay. Ab zur Kohle, dann haben wir 5 von 5 Kohle, dann brauchen wir nur noch Kupfer. Ich habe schon 3 Kupfer.
Aber ich verstehe gar nicht, woher. Vielleicht von diesem Steinteil? Wartet mal. Ich muss irgendwann Kupfer abgebaut haben. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, das sind diese Steindinger. Oh man, ich bin da mehreren vorbeigelaufen, weil ich dachte, wertloser Müll. Aber no, no. Und hier haben wir das finale Kupfer. Und damit haben wir die Quest geschafft und müssen zu Björn gehen. Von wo bin ich gekommen? Ich glaube, von hier, oder? Ja, das sieht mir richtig aus. So, Björn, ich habe alles beschafft. So, wow, ich habe noch nie gesehen, dass ein Rookie das ganze Zeug so schnell bekommt. Du hast Talent. Geh irgendwann in meinen Laden, um diesen Schrott in die besten Werkzeuge zu verwandeln. Okay, das heißt, wir müssen jetzt als Quest in seinen Laden. Und dann sollten wir eigentlich auch Level 2 erreichen. Oh, wir haben so viele Quests jetzt. Holy moly. Okay, hol dir dein erstes Schwert bei Björn. Björn war... War das? Ist das Björn? Nee, das ist Josef. Warte mal. Wo ist denn der Björn? Ne? Björn hat irgendwo seinen Laden. Das ist, muss doch Björn sein, oder? Ich habe mir nicht gemerkt, wie er aussah. Das ist Larry. Oh Mann. Warte mal, wir können aber die Quest markieren. Dann kriegen wir hier den... Ah, hier. Da ist Björn. So, gib mir mal dein Schwert, bitte. So. Springe in meinen Laden, wenn du neue Werkzeuge schmieden willst. Okay, wir gehen rein. Jetzt sind wir hier in seinem Schmiedeladen. Und jetzt wollen wir definitiv mit ihm handeln. Aha, hier können wir... Okay, ich soll ein Steinschwert schmieden. Dazu brauchen wir 2 Stöcke und 5 Kupfer. Und das haben wir. Jawohl! Dup, dup, dup. Willst du lernen? Es gibt Insel. Auf der Ragpine-Insel gibt es Monster. Okay. Ja, aber ich will eigentlich, wenn ich schon mal da bin, kann ich meine... Ah, oh, mir fehlt Holz. Aber warte mal, Sticks kann man doch bestimmt... Ja, da brauchen wir ja... Warte mal, Sticks kann man doch bestimmt craften, oder? Hier, Sticks. Boom. Boom. So, 4 Sticks haben wir. Jetzt quatschen wir mit Jörn und machen die... Ah, ich brauche 5 Sticks, Alter, wie teuer. So, jetzt haben wir 6 Sticks, glaube ich sogar. Und jetzt können wir eine Steinspitzhacke craften. Jawohl. Und ein Steinschwerthammer. Und eine Steinspitzhacke. So, ich ändere mal die Reihenfolge. Die machen wir jetzt schön so. Das kann auch hier hoch. Perfekt. So. Schmiede verlassen, dann haben wir die Quest auch geschafft. So. Geht zur Brücke. Ach nee, das ist noch die Quest. Ich soll jetzt quasi zu diesen Monstern und die Plätten direkt das Steinschwert probieren. Krieg mal hin. Hm, nicht so schnell. Du willst diese Brücke passieren? Netter Versuch, Dummkopf. Zeig mir zuerst, dass du dich verteidigen kannst. Kämpfe mit mir. Hä? Bruder, also. Also von dich würde ich mich jetzt nicht unbedingt beschützen lassen. Hey, der killt mich. Von Wasserkristall getötet? Aber ich nicht in das Wasser darf. Ja gut, aber hör auf. Geh, so, okay. Das war ja wirklich der, was war das für ein Kampf? Okay, ich war da wahrscheinlich in zu tiefes Wasser. Da kann man sich auch Boote bauen. Das kann man ja alles machen, ey. Okay, geil. Ich muss erstmal essen. Ich habe von dem Kampf brutalsten Hunger. Oh, oh, da ist ein Bär. Heilige Mutter. Ja. Hammer. Easy. So, weiter geht's. Huhn, ist das auch ein Monster? Irgendwie würde ich schon sagen, oder? Was ist das? Kann ich das aufsammeln? Nee. Was ist das? Nee. Hm. Wo haben wir mehr? Da ist noch ein Bär. Weil ein Bär ist ja jetzt auch kein Monster. Da hinten, guckt mal. Was ist das denn? Irgendein Dorf. So, Hammer. Und dich haben wir auch. Okay, big. Und wir müssen essen. Zack, zack. So. Okay, was haben wir denn für Quests? Die haben wir ganz gut abgeschlossen. Schleiche dich in das böse Orklager. Naja, es ist die Hauptquest. Also, würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Richtung. 120 Blöcke in diese Richtung. Das kriegen wir schon hin, Leute. Hab ich hier... Oh, no, kommst du denn her? Da ist eine Hütte. Warte mal, da müssen wir hin. Vielleicht hat der irgendwas Wichtiges. Ausrüstung oder so, das wäre geil. Vielleicht ein Ofen. Hey, das ist rot. Das hat rot geleuchtet, Leute. Ich hab's genommen. Das sind grüne Bären. Oh mein Gott, da ist ein Oger. Und es klingelt an der Tür. Kann das nicht mehr. Was haben wir denn jetzt hier? Brett aufmachen. Ah, ist nur Deko. Oh Mann. Der ganze Aufwand für nix. So, wir gehen weiter zum Ork-Lager. Wir haben 95 Meter vor uns. Da hinten ist es. Verschiedene Bären auf dem Weg zu uns. Aber das wäre ganz gut, dass wir vielleicht Level 3 auch hitten auf dem Weg dahin. Vielleicht kriegt man dann mehr Herzen oder so. Das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Was ist das hier? Gott, jetzt sind die ersten Oger hier. Und da sind noch Bären. Ich will mal gegen Oger kämpfen. Ich will mal sehen, ob der was drauf hat. Ja, die sind ja safe stark, oder? Na, geht. Okay, geht. Cheesepulver, Kartoffelsamen. Das ist big für unsere Insel gleich. Geil, 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 geil. Okay, jetzt du. Da können wir gleich unsere Insel ausbauen. Ich bin nicht tot. Oh, ich bin tot. Oh, okay. Warte, ich muss unbedingt essen. Damit ich regeneriere. So. Regeneriere schneller. Hallo. Ich hab kein Essen mehr jetzt. Okay, das ist auch der letzte Versuch, den wir haben. Ich bin einmal voll regeneriert. Das muss fürs Dorf. Ich bin... Hanky, was machst du hier plötzlich? Bin ich jetzt tot? Was war das denn? Warte mal.
Soll ich diesem Kerl wirklich folgen? Ja, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, das soll nicht so sein. Hallo? Versuchst du, in das Orklager zu kommen? Viel Glück, das Eingangstor ist verschlossen. Du kannst es nur von innen öffnen. Wenn du einsteigen willst, musst du den versteckten Eingang benutzen. Hier, folge mir. Wo ist denn? Ah, hier, das ist er, oder? Nee, der kämpft gegen den Ork. Nee, das ist ein Ork, der backt. Ah, hier, nee. Hä? Ah, da ist er. Ah, ich glaube, wir outrangen die. Guckt mal, das ist eine wichtige Erkenntnis. Zack! Boah, der hat irgendwas Geiles gedroppt. Cheesepulver. Geil. Können wir TNT, können wir das Dorf sprengen? Okay, Leute, das ist ein versteckter Eingang. Aber bevor du hineingehst, ich habe früher etwas Essen gestohlen, aber dann haben sie mich erwischt. Ich bin geflohen, aber sie haben meine Spitzhacke genommen. Wenn du für mich zurückbekommst, werde ich deine. Wow, kann ich diese Kräuter mitnehmen? Ey, okay, das heißt, sie haben seine Spitzhacke geklaut und wenn wir die zurückholen können, verbessert er unsere. Das wäre natürlich big, ne? Okay, hier ist ein geheimer Tunnel, aber ich habe halt keinen. Ich kann mal versuchen, ob ich das... Warte, wir können doch safe ein Brot craften. Lasst mich kochen. Essen. Ei. Teig können wir craften. Ach, und den Teig muss ich dann in den Ofen tun. Ja, okay. Bringt mir jetzt natürlich gar nichts, ne? Okay, ich glaube nicht, ob ich mit 6 Herzen das Orkdorf besiege. Fraglich. Da müssten wir PvP-technisch hier auf jeden Fall Omega sein. Du bist bei deinem Geheimeingang aufgetaucht. Okay, das sind mindestens 3, 4, 5. Es sind arschviele. Pass auf die Orks auf. Vielleicht können wir uns ein bisschen durchschleichen. Finde die Auswahl. Okay, es ist nicht angezeigt. Schleiche dich in das Orklager. Es ist nicht oben angezeigt, ne, wo das ist. Ich denke, oh. Können die mich hier treffen? Weil mal, die buggen hier fest. Die buggen hier fest, Leute. Big! Ja? Jetzt er? Er buggt. Hoho! Bam! Weiter? Nimm's eilig. Ich glaube, das können wir krass ausnutzen. Hier ist nichts. Weiter. Der hier, der buggt auch. Nee, der buggt nicht. Doch, der buggt so ein bisschen Loki. Er hittet mich, Big! Ja, der ist neu gespawnt, der Asi. Hier, wir müssen den hier festglitschen lassen. Hier, nice. Ja, mit Essen. Ja, die spawnen so schnell, Alter. Ich renne einfach weg. So, wo müssen wir hin? Oh, oh. Ich habe hier so Stress, Leute. Ich habe so Stress. Finde. Ja, wir müssen seinen verkackten Schatz finden. Aber wo soll der sein, Alter? Ja, der ist safe in einer dieser Hütten, ne? Oh, outplayed. Der ist 1000%ig hier irgendwo drin. Oh. Okay, die buggen hier aber alle fest. Das ist ganz gut. Frage ist, in welcher Hütte, ne? Das sieht mir schatzmäßig aus. Aber ist auch nichts. Er sucht ja seine Spitzhacke. Er sucht ja was ganz Bestimmtes. Ich muss irgendwo eine. Boah, ich dachte kurz Spitzhacke, ne? Aber hier ist auch nichts. In irgendeiner dieser Hütten muss eine Spitzhacke sein. Sag jetzt nicht, die ist wirklich in der letzten. Ja, hier ist sie. Ich hab sie. So, wir haben sie im Inventar. Okay, jetzt muss ich die Hanky zurückbringen. Ab durch die Mitte. Wir können ja viel drüber springen. Hier, zack. Oh, lass mich hier raus. Ey. Ja. Da ist er. Gibt's hier Fallschaden? Glaub nicht, oder? Okay. Puh. Die Mission haben wir erfolgreich geschafft, Alter. Boom. Ein blaues Huhn, das ist OP, glaube ich. Dankeschön. Ich war mir sicher, dass du gefangen genommen wirst. Hier, deine. Wir sehen uns. Ah, ich habe eine Eisenspitzhacke von dem bekommen. Das ist tatsächlich geil. Eisenspitzhacke geschenkt. Oh, Eisenspitzhacke. Oh, oh. Da ist ein Bär und wir sind über Low. Ich würde sagen, wir drücken hier mal den Button und gehen zu unserer My Island. Nee, achso, verdammt. Ich dachte, hier muss ich drücken, oder? Teleport Home. Zack, wir sind zu Hause, ey. Boah. Home sweet home, Alter. So. Erstmal ernten wir hier alles. Ich glaube, wir können unser Feld echt auch gut vergrößern. So. Ah, das ist noch nicht voll gewachsen, oder wie? Okay, wie viel Saat habe ich denn? 9 Stück insgesamt mit dem einen Kartoffel, den wir gefunden haben. Das ist natürlich geil, ne? Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall vergrößern. Und jetzt machen wir hier. Zack, zack, zack. 3, 4 und 5 und 6. Und er ist gar nicht groß genug, ne? Guck mal. Wir müssen noch eins größer machen. So, jetzt haben wir einmal Kartoffel und ganz viel Weizen. Das haben wir das schon mal vergrößert. So, wir brauchen mehr Holz. Jetzt ist die entscheidende Frage, wie kann man mehr Holz bekommen? Wir brauchen mehr Bäume. Und das, wir haben hier 4 Eichensetzlinge, die können wir perfekt hier platzieren. 1, 2, 3, 4. Jetzt wachsen hier 4 Bäume. Super. So. Eine Kiste wäre tatsächlich ganz schön praktisch, ne? Das hier ist eine Lampe. Oh, vielleicht auch, damit keine Monster spawnen. Das ist ein TNT. Das ist ein Steinschneider. Eine Holzkiste. Brauchen wir 10 Bretter für. Ich hoffe, es ist gerade nicht so laut, denn es regnet brutal. So, wir machen 12 Bretter.
Und jetzt sollten wir ohne Probleme die Kiste... Oh, jetzt habe ich nicht genug Stämme. Oh, jetzt muss ich warten, bis die Bäume gewachsen sind. So eine Kogge, ey. Was haben wir denn als nächste Hauptquest? Der Ork-Angriff. Wir müssen uns halt wirklich krass um Essen kümmern, ne? Das heißt, wir craften mal einen Ofen. Einen Ofen können wir doch mal machen. Da brauchen wir Bruchstein. Und das ist doch bestimmt, wenn ich mich hier ein bisschen runtergrabe, haben wir doch hier bestimmt ein bisschen Steine, oder? Ja, da haben wir Steine. Nice. Gib mal ran, Alter, die geilen Teile. 1, 2, 3, 4, 5. 10 Stück brauchen wir. 6, 7, 8, 9. So, das musste alles an Stein sein, was wir brauchen. Wir gehen ins Crafting-Menü und wollen uns... wieso habe ich nur 2? Was habe ich? Ah, ich habe Steinblöcke. Wie kann ich jetzt Steinblöcke zu Bruchstein... Ah, guck mal, ich muss Steinblöcke zu Steinziegel machen. Und jetzt müsste ich genug für einen Ofen haben. Nee, immer noch nicht. Ach, das ist Kupfer! Der ist aus Kupfer! Ach, du heilige Güte. Ja, okay. Dann müssen wir tatsächlich nochmal Kupfer farmen. Okay. Wir kümmern uns erstmal nicht um den Ork-Angriff. Wir wollen erstmal zu der Höhle. Was ist das da? Guckt mal, da ist noch ein Portal in eine weitere Welt. Und da brennt irgendwas. Ey, hier gibt es so viel Action. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll zuerst. Okay, aber erstmal Kupfer farmen, damit wir uns hier schön unser Essen braten können. Ich meine, wo führt mich jetzt... Was ist denn das? Märchenturm. Okay, wo führt mich das hin? Daisy, wer bist du, Daisy? Okay, ich habe noch keine Quest bei Daisy. Ich bin anscheinend noch nicht weit genug dafür. Oh, ich kann aber die Blumen farmen. Machen wir mal. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Aber es tut mir sehr leid. Aber wir brauchen Essen, ey. Möhren, die droppen Möhren. Und Leder. Leder ist bestimmt für Rüstung, oder? Kann ich das farmen? Nee. Aber die Blumen kann ich farmen. Ich weiß auch nicht, was mir das bringen soll. Kann das sein, dass das die... Oh, da sind Karotten. Die kann ich nicht farmen. Hä, wie doof. Kann das sein, das sieht ein bisschen aus wie die Osterinsel. So kann das sein. Kann ich hier, eine theoretische Frage, kann ich diesen Baum fällen? Nee, schade, das geht nur auf meiner eigenen Insel. So, wir sind aber eigentlich, also ich weiß jetzt auch nicht genau, wo wir hier jetzt sind. Da spielt bestimmt, wir sind auf jeden Fall weit weg von unserer Stadt. 2700 Blöcke. Aber das wird bestimmt erst später eine Rolle spielen mit Daisy. Das heißt, wir gehen erstmal zurück und wollen erstmal zu meiner Stadt. Zack, so. Weil, oh, ist hier was gewachsen? Oh, die Bäume sind auf jeden Fall gewachsen. Ein Weizen ist auch gewachsen. Und das haben wir verdoppelt. Das heißt, wir können jetzt auch schön das noch um ein weiteres Feld vergrößern. So, das sieht doch super aus. Geil. So, und jetzt wollen wir definitiv den Ofen machen. Da haben wir auch genug Kupfer für. So, und den Ofen platzieren wir jetzt einfach mal hier. Den öffnen wir. Da tun wir die Kohle unten rein und das Fleisch oben rein. Sehr schön. Nice. Jetzt können wir Eisen schmelzen. Es macht vielleicht sogar ein zweiter Ofen Sinn, oder? Weil wir haben schon echt arsch viel zum Schmelzen. Habe ich da genug Kupfer für einen zweiten Ofen? Ah, leider nicht. Schade. So, was ist jetzt der nächste Schritt? Wir könnten einen Wassereimer, ein Feuerzeug, einen Kolben, einen Steinschneider. Gibt hier jede Menge Sachen, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Holz, dann können wir eine Kiste machen. Ja, ein Setzling bekommen. Wir wollen aber mehrere Setzlinge. Wir wollen hier Plus machen. Aber das sah jetzt schlecht aus. Ich glaube, ich habe nicht so viele. Ja, ich habe nur 3 Setzlinge bekommen. Platzieren wir hier, platzieren wir hier, platzieren wir hier. So. Jetzt sollte ich aber auf jeden Fall genug haben für eine Kiste. Ja, haben wir auch. So. Jetzt haben wir eine Kiste gecraftet. Die platzieren wir da. Und da kommt rein. So. Das alte Zeug. Die ganzen Blumen. Was sind diese Scherben und Essenzen? Ne? Schießpulver ist auch big. Karotten, die kann ich doch bestimmt anpflanzen, oder? Warte mal, lass mich das mal testen. Oder brauche ich da Karottensetzlinge? Ah, okay, da brauche ich Karottensetzlinge leider. Aber wir können es zumindest essen. Ich meine, besser als nichts. Ne? So, das Fleisch ist durchgebraten. Jetzt können wir den Teig reintun für Brot. So. So, jetzt sollten wir erstmal genug Essen haben, um uns dem Ork-Angriff zu widmen. So, wo ist denn der Ork-Angriff? Also, der ist hier direkt. Ah, ja. Oh, ja, ja, ich sehe es. Die stürmen das Dorf. Wollen es zumindest. Bensonheimer, die Orks haben den Erdkristall der Stadt. Wenn das passiert, wird die Stadt in Schutt und Asche fallen. Die Orks haben alle Wachen besiegt. Du bist die letzte Hoffnung. Die Erdkristallhöhle ist direkt außerhalb der Stadt. Den Erdkristall... Oha. Ja, okay, ich sehe. Kümmern wir uns darum. Keine Sorge. Den Erdkristall bekommen sie nicht. Kommt ran auf den Meter. Wo seid ihr? Das sind eine Menge. Und da ist der Erdkristall. Okay, ich hoffe, wir können wieder ein bisschen rumtricksen wie beim letzten Mal. Wir sprinten, Alter. Wo sind die? Da ist der Erste. Ja, outrangen. Wir haben natürlich jetzt auch ein besseres Schwert, ist klar. Eisen hat der fallen lassen. Geil.
okay, also so ist ja gar kein Problem, Alter. Wir ballern die komplett weg. Wir müssen aber wirklich uns ein bisschen mal um Rüstung bald kümmern. Vielleicht bei Björn im Shop. Wenn der Waffen hat, hat er doch bestimmt auch Rüstung. So. Wir müssen 10 Orks töten. Oh Gott, hinter mir. Ich habe Überschaden bekommen. So, ich muss was essen, und zwar schnell. So, so. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Regeneriere bitte. Bitte ein bisschen schneller. Wir müssen noch 3 töten. Okay, den holen wir uns. Und 10. Boom. Spreche mit Jerry am Höhlenergang. Wir haben den Erdkristall erfolgreich verteidigt. Okay, jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen. Ah, hier. Bensonheimer, du hast es geschafft. Wie kann ich es dir zurückzahlen? Du willst wissen, was passiert ist? Nun, die Orks haben den Erdkristall abgebaut. Es ist einer der alten Steine. Die Steine sind extrem mächtig und halten die Welt, wie wir sie kennen, im Gleichgewicht. Okay. Der Wasserkristall, der Erdkristall, wahrscheinlich Feuer, oder? So elementmäßig. Ah, Feuerkristall. Ah, das sind diese Feuerinsel, die wir vorhin gesehen haben. Okay, das sind ja aber Nachbarn dann von uns. Und das ist der Luftkristall, weil er so weit oben ist, ne, vermute ich mal. Okay. Mhm. Und die müssen wir beschützen gegen die Orks. Ich verstehe. Alles schön und gut. Aber wir müssen doch jetzt uns hier auch ein kleines Häuschen bauen, würde ich vorschlagen. Dass wir reißen hier mal alles ab, so. So, wir haben ein bisschen Holz. So, da machen wir die Eckpfeiler draus, würde ich sagen. Es muss halt wirklich ein ganz kleines, aber feines. Aber kann ich auch so. Ah, perfekt. So. Wir haben ja diese Steine hier gecraftet. Die können wir jetzt irgendwie für den Boden benutzen, vielleicht. Dass wir bauen hier mal diese 6 Dinger ab. Ja, war besser, wenn wir ein quadratisches Haus bauen, oder? Ich muss das, glaube ich, noch eins verschieben. Ich glaube, sonst wird das hier nichts. Ah, ich habe nur 8, ey. So. Das sieht da nicht so schön aus, aber passt schon. So, naja gut, das müssen wir auch nochmal abbauen. Während wir warten, dass die Bäume wieder wachsen, damit wir weiter bauen können, würde ich sagen, tun wir hier Ofen und Kiste schon mal hier irgendwie hin. Zack, und zack. Da kommt dann ein Bett hin, wenn wir es brauchen. Dann, genau, jetzt können wir das hier schon mal machen und das hier zumindest so ein bisschen. Bob. So, wir brauchen irgendwie ein Dach. Ja gut, also das wird jetzt kein Meisterwerk, ne? Ich würde sagen, hier einfach dieses billige Dach. So, und das platzieren wir jetzt hier wieder schön runter. Zack, so. Und so bauen wir. Und wir müssen halt noch eine Tür machen. Das kostet uns auch nochmal arsch viel Holz. Okay, Essen haben wir ganz gut. Unsere Farm haben wir auch hier Stück für Stück vergrößert. Die sehen schon ganz gut aus eigentlich. Wir können aber eigentlich noch, wartet. Dann haben wir da wirklich ein Quadrat nochmal. Aber wir haben nur ein Setzling rausbekommen. Schade. Hier vielleicht. Ja, da haben wir 2 rausbekommen. Perfekt. Einmal da und einmal da. Jetzt haben wir ein Quadrat. Sehr, sehr schick. So. Ist ein Baum gewachsen? Nö. Okay, während die Bäume wachsen, können wir ja eine Quest machen. Ne? Wir müssen irgendwie... Was war das nochmal? Der nächste Ork-Angriff. Ne? Nächste Story-Quest. Ein Bauernhof in Gefahr. Geh mal hin. Ach, ich muss Stufe 6 sein, damit ich die Quest machen kann. Ah, verdammt. Okay. Dann machen wir ein Versteckspiel mit Ellie. Wo ist Ellie? Professor Haley. So, was hat er für uns? Hallo. Wusstest du, dass dieses Land zuvor einer alten Rasse bewohnt wurde, die weitaus fortgeschrittener war als wir? Historiker sagen, dass sie vor Hunderten auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Vor hunderten Jahren. Und alles, was von ihnen übrig geblieben ist, sind ihre Ruinen und die übrig gebliebene Magie, die in den Elementen um uns herumfließt. Das hat man ja mit Erde, Luft, Feuer und so. Ich habe gehört, dass es in den Höhlen von Green Hill Island eine Ruine gibt. Könntest du den Ort erkunden? Ey, da waren wir doch schon, oder? Warte mal, da waren wir safe, safe. Hier, da ist markiert, 260 in die Richtung. Aber ich kann ja da jetzt nicht einfach durch, dann killt... Ah, da ist eine Brücke. Wollte schon sagen, dann killt mich doch der Wasserkristall. Okay, ab in die Höhle. Wir müssen irgendwie eine alte Ruine finden. Das kann ja... Ich meine, die kann man ja jetzt nicht übersehen, oder? Ich meine, das muss doch irgendwie, das sieht man doch. Ah, es ist auch markiert, 140 Meter. Unterwegs nehmen wir ruhig ein paar Erze mit, wenn wir finden. Muss ich jetzt hier lang oder hier lang? Ich gehe mal hier lang. 80 Meter? Ja, aber ich muss ja unmittelbar da sein, oder? 70, 60, 50, hier lang. Ah, ja, ja, das führt perfekt dahin. Jo, hier ist er. Ja, ja, ich hab's. Die mysteriöse Ruine. Oh ja, das sieht sehr ruinmäßig aus. Zweifelsohne. Wir gehen mal hin. Oh, da steht irgendwas. Oh, hä, was steht da? Das war's schon. Das war die Quest. Ich kann das ja gar nicht lesen. Okay, na gut. Hast du die Ruinen gefunden? Oh, du hast sie gefunden. Es gab eine Steintafel, die in einer seltsamen Sprache geschrieben wurde. Hm, interessant. Ich muss irgendwann hinuntergehen und die Inschrift der Steintafel untersuchen. Danke. Also, ich habe doch überhaupt nicht geholfen. Also, das war ja komplett sinnlos, Alter. Mucki, das war so sinnlos. Okay, ab nach Hause. Zack. So, ja, die Bäume sind gewachsen. Das ist super. Jetzt können wir sie auswendig fertig bauen. So, Einbau. Ich muss unbedingt mal eine Steinaxt machen oder sogar eine Eisen. Ich habe ja brutal viel Eisenzeug. Das können wir auch in unser Ofen reintun. Mucki, belästige mich nicht beim Hausbau, bitte, meine Maus. So. Hey, mach doch mein Mikro nicht weg. So. Okay, naja, diese Stämme sind halt sehr teuer, ne? Ist klar. So. Und so. Und
So, perfekt. Den Rest können wir dann in Bretter machen. Das müsste eigentlich auch schon reichen. Jetzt haben wir 12 Bretter fürs Dach. Zack, zack. Ah, verbaut. Fusch am Bau. Da. Aber warte, hier müssen noch Fenster rein. Fenster, aber ich hab keine Fensterakte. Die habe ich noch nicht freigeschaltet, glaube ich. Aber das sieht doch schon also klein, aber fein aus, würde ich sagen, oder? Ich meine, für die erste Episode, das passt schon. Wir haben viele Abenteuer erlebt, Orks besiegt, ein Haus gebaut, unsere Farm hier ein bisschen erweitert. Ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall stolz auf uns sein. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst wie immer eine positive Bewertung da für den zweiten Teil. Würde mich sehr, sehr freuen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.